Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Heute verschenke ich wieder ein paar V-Bucks in den Kommentaren. Ihr müsst einfach nur ein Hashtag Monster in die Kommentare schreiben, da nehmt ihr da automatisch dann teil. Das Ganze kommt heute nämlich von meinem Ehrenpartner Monster. An der Stelle wirklich ganz, ganz viel Liebe an Monster. Die haben mir auch letztens wieder ein Paket hier zugeschickt mit so ganz vielen T-Shirts, mit so einem coolen LED. Ich weiß nicht, wie nennt man sowas? So ein LED-Aufstellding, was ich jetzt auch im Stream im Hintergrund habe. Also wirklich ganz, ganz viel Liebe, checkt gerne mal deren Website aus. Ich packe euch den Link zu Monster unten in die Kommentare. Also ja, big shoutout und wie gesagt, wenn ihr heute da was gewinnen wollt, einfach ein Hashtag Monster in die Kommentare schreiben, dann im Detail. Ihr könnt auch gerne euren Insta-Namen oder so dazu schreiben, dann ist es für mich ein bisschen leichter, die Gewinner anzuschreiben. Ja, macht es gerne und dann würde ich sagen, ja, legen wir jetzt los mit dem heutigen Fortnite-Shop. Es soll nämlich wieder was sehr, sehr Geiles drin geben, also schauen wir direkt mal nach, ob das wirklich stimmt und zwar ja. Die Fußballer sind wirklich wieder da, die ganzen OG-Fußballer muss man dabei sagen, weil ihr seht schon, das sind nicht diese neuen, die jetzt irgendwie, wann sind die rausgekommen, vor so 1,5 Monaten, das sind nicht die neuen, sondern das sind die OG-Fußballer-Skins, natürlich auch mit den ganzen OG-Styles, ich kann dir mal ganz kurz zeigen, da von der WM, EM, was waren das? Ah, okay, wenn hier USA und Argentinien und so dabei sind und Kanada und Brasilien, dann wird es wahrscheinlich eher WM gewesen sein, international. Auf jeden Fall ziemlich geile Skins. Ich habe mir den, warte, welchen habe ich mir gekauft? Den habe ich mir gekauft, ah, okay, den auch und den hier. Anscheinend habe ich mir zwei männliche und einen weiblichen gekauft. Ich glaube, da hätte auch ein weiblicher nur gereicht. Meistens sind die weiblichen Skins ja eh viel beliebter und viel angenehmer zu spielen. Also, aber ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dazu gibt es ja wie immer die ziemlich hässlichen Hacken. Die finde ich nicht geil. Hier Vuvuzela und der Torgefahrgleiter. Nee, bin ich jetzt kein Fan von. Die Modes sind ganz geil. Balltricks ist cool. Oh, Season 4. Das waren noch richtige OG-Zeiten. Rote Karte. Ja, ist auch ganz cool. Der Preis ist in Ordnung. Was haben wir noch drin? Out West? Hä? War der nicht erst gestern oder vorgestern drin? Oder irre ich mich da? Weird. Weird, weird, weird. Bush Ranger ist wieder da. Oh, der ist nice, weil der hat inzwischen ja 4 Styles bekommen für alle Jahreszeiten jetzt. Frühling, Herbst, Winter und der erste Sommer wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Also die ganzen Jahreszeiten. Den Backpack gibt es auch noch dazu. Dann haben wir noch die Hacke. Ist auch cool, mag ich. Schneefuß, ist okay. Da finde ich den Schneeschlag persönlich ein bisschen besser. Hat auch einen cooleren Backpack. Ich glaube, ich habe mir sogar beide geholt, wie unnötig. Dann habe ich noch die umgekehrte Klinge auch gekauft. Die finde ich auch ganz nice. Gleiter habe ich mir nicht geholt. Schneeschnitt. Ja, aber ist auch nicht schlecht. Schaut schon ganz in Ordnung aus. Dann mal wieder die Burger oder den Burger-Skin eher gesagt. Gibt's einen weiblichen Burger? Es gibt auf jeden Fall... Doch, doch, es gibt einen weiblichen Burger, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall einen weiblichen Tomatenskin. Aber ich glaube, es gibt auch einen weiblichen Burger-Skin. Ja, dann die fliegende Untertasse. Oha, Shop heute voll. Cloak Shadow ist auch wieder drin mit den Schattenflügeln. Sehr nice. Die Kälte, wer ist das? Kältekriegerin für 800 V-Bucks. Ist in Ordnung. Gibt's davon nicht mehrere? Warum ist denn nur die drin? WTF. So, normalerweise sind ja immer davon die ganzen 4 Varianten drin. Es gibt 4 weibliche und 4 männliche. Okay, Eisbrecher, sehr, sehr geile Hacke, die würde ich empfehlen, falls ihr die nicht habt, Leute, die muss man sich holen. Dann der Never Gonna Give You Up Emote, leider copyrighted, deswegen hören wir da nichts. Voll 80er heißt der. Dann Luftgitarre, finde ich auch geil, ist zwar ein bisschen teurer, aber sehr, sehr cooler Emote. Den mag ich. Dann noch Shaolin Sit-Up. Oh, ist, glaube ich, ein bisschen unnötig. Ist ein bisschen unnötig, den benutzt man selten, also ich benutze ihn selten, aber auch jetzt für den Preis in Ordnung. Das Paket ist immer noch hier da, das Paket ist noch da, das Paket ist noch da und der Rest alles noch drin. Wie gesagt, falls ihr heute ein paar V-Bucks gewinnen wollt, einfach mal ein Hashtag Monster in die Kommentare schreiben. Am besten noch euren Insta-Namen dazu, dann nehmt ihr da automatisch dann teil. Checkt auch gerne mal den Link zu Monster ab, ich packe den euch unten in die Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zur Monster-Webseite. Ich kann wirklich sagen, Leute, Monster, absoluter Ehrenpartner, die sponsern mich ja auch immer on-stream. Also wirklich richtig geiler Partner, big, big Shoutout an Monster an der Stelle. Sie haben ja auch letztens wieder mein Lieblings-Eistee hier von Monster hergeschickt. Die haben auch Eistee beim Monster, nicht nur den normalen Energy, also ja, wirklich big Shoutout, vielen lieben Dank an Monster und ja, würde ich sagen, danke ich euch auch euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, tragt gerne hier den Creator Code Soxy ein, wie immer und dann, ja, hören wir uns wahrscheinlich gleich auf Twitch, ich bin heute wieder live, also kommt gerne vorbei, ich freue mich auf euch und bis dann, Leute.